Guten Morgen, meine Lieben. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Heute ist der erste Schultag. Wir waren schon in der Schule. Ich habe nicht mitgevloggt. Moment, Schatzi. Die Kinder sind alle in der Schule, also die Großen auf jeden Fall. Die Lara war schon und die Luisa ist im Kindergarten. Und die Lara, was glaubt ihr, macht die Lara jetzt? Wenn ihr unbedingt jetzt schon... Also, setz dich auf deinen Platz, ha? Kann leider nicht mehr warten, deswegen... Ihr seht schon. Eine Barbie, das habe ich gewusst. Das hast du gewusst? Woher? Hast du schon reingeschummelt? Nein, aber ich habe sie gekauft. Oh. Was hast du denn noch? Meine liebste Schokolade. Ich muss mal ganz hinten. Was ist das, Lara? Ein Ei. Schmuck. Schmuck machen? Und das ist Slime. Oh, das? Ein Malbuch? Ein Stickerbuch. Mal. Danke. Oder ist es ohne Mal? Ohne Mal, nur Sticker. Das sind hier überall diese Sticker, da kannst du so reinkleben und da kannst du es auch wieder abziehen. Das ist nämlich so ein besonderes Stickerbuch. Auf Vorsichtig. Wow. Das sind deine Sachen. Gummibären! Er ist so groß wie ein Gummibär. Ja, gell? Ich hab gedacht, das war ein roter Gummibär. Ein riesengroßes. Ist so? Na, das gibt's ja leider nicht. So, was magst du jetzt aufmachen? Zuerst mein Slime. Okay, dann müssen wir das Folie abmachen. Michelle, du hast auch sowas. Hab ich gewusst. Woher? Nee, nein, ich hab nicht gewusst. Das hab ich noch nicht gesehen. Mausi. So, meine Lieben, ein krasser Sprung jetzt in unserem Vlog. Wir haben zu Hause euch die Schultüte gezeigt und jetzt sind wir im Auto. Wir haben jetzt alle Kinder abgeholt. Hier ist Luisa vom Kindergarten, die müde ist. Hier ist der Patrick. Michael habt ihr schon gesehen, der Philipp schläft. Es kommt auch vom Kindergarten. Die Lara ist hinten. Ich habe mich auch umgezogen. Ich habe auch was anderes an. Könnte man glauben, man ist ein anderer Tag. Ist aber nicht. Ich habe mich nämlich mit Wassermelone angepatzt. Ja, und wir haben jetzt die Kinder abgeholt und gehen. Hey, wir wollten zu McDonald's gehen, aber da war so viel los, deswegen. Ganz vergessen. Wir sind Burger King gegangen. Gehen wir zum Burger King. Beim McDrive hätte man sicher 20 Minuten warten müssen. Und dann brauchen wir eine Maske da drin? Ich weiß nicht, nein. Ja. Wir sind geimpft. Aber trotzdem brauchen wir, oder? Bestellen? Das nicht. Keine Ahnung. Ich nehme sie mit. Nehmen wir es mit, ja. Ja, wenn man nicht am Platz ist, glaube ich, braucht man Finger weg, ich mache dir zu, Achtung. So. Also, jetzt sind wir. Tradition, immer essen gehen mit den Kindern am ersten und letzten Schultag. Yummy, yummy. Papa, dein Riesendurst. Mama, Mama, ich bin mir ausgelacht. Oha. Ich glaube, kommt der Besten nur zu uns. Ich glaube, da war mein Baby. Oh. Oh Gott, du bist mir deine Frühstück. Jetzt gibt es wieder so einen kleinen Sprung hier. Wir haben von dem, wo wir bei Burger King waren, sind wir nach Hause gefahren. Der Papa hat jetzt einen Termin, nämlich eine Kühlervorführung. Und ich bin mit den Kindern, mit allen, hinter mir ist noch einer, kurz ins Donauzentrum gefahren. Wir müssen nämlich was kaufen. Für die Zune. Der Patrick fährt jetzt auch weg für eine Woche. Komm. Ja, tschüss. Ich bin dann an deiner Fährstrecke. Aber der Patrick geht hin. Der Patrick fährt auf Exkursion. Weißt du, was der Patrick zu mir gesagt hat? Ja, ja. Viel Spaß. Ich habe meine Maske vergessen. Hast du meine Maske? Das ist die mit dem Make-up-Dings da, ja? Die was? Viel Spaß, die ist Passwort. Ah, hat er wirklich die Geld erraten. Michelle hat ihm angedroht mit seiner Playstation gespielt. Bitte fertig aufziehen. Oh, noch nicht jetzt. Irgendwann einmal bestimmt. Die Michelle dann. Ich nehme dann sein Zimmer, okay? La, Mama, der Lama. Kannst du sein Zimmer haben? Schauen wir mal. Okay. Wieso? Warum kriege ich eine FFP2-Maske? Sie hat eine blaue Maske. Hol mir eine blaue Maske. Please. Dankeschön. Meine einzige Anforderung war, dass er Make-up hat. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier ein paar Sachen kaufen. Aber das Zimmer von Patrick ist größer und das wäre dann unfair, wenn die Lager. Müssen wir darüber jetzt diskutieren? Der wohnt noch bei uns.
diese Geschwister, ey. Boah, wir waren, ich muss auf jeden Fall zum H&M. Und, wohin noch? Brauchst du das für die Schule? Nein. Und vielleicht holen wir uns noch ein Bubble Tea. Ja, ich mag Glitch. Hast du noch ein Bubble Tea? Mama, kann ich das Gleiche? Mama, kann ich das mit dem Litchi da? Kann ich das wie Litchi schmeckt? Wie Litchi? Okay, passt. Nimm mir auch Litchi, also aber ein klein. Ja. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich habe beim Einkaufen leider nicht vloggen können, einfach keine Hand frei. Ich habe den Kleinen in der Trage gehabt, die Luisa ist im Kinderwagen gesessen und wir mussten schnell sein, weil ich habe heute am Abend noch Elternabend bei der Lara. Und die Lara hat jetzt gerade ein bisschen was von ihrem, wie heißt's? Schule. Schultüte genascht und jetzt spielt sie mit ihrem Slime weiter. Und er mag da ein bisschen Slime spielen. Ich muss die Luft rausholen. Oh, der ist schon so, der mal, da geht er schon ab. Ich zeige euch schnell, was wir gekauft haben im Donauzentrum. Das ist bei uns hier in Wien so eine Shopping Mall und da waren wir einmal beim H&M. Aber ich musste auch für den Kleinen einige Sachen kaufen. Also beim H&M habe ich für eigentlich fast alle Kinder was geholt. Oder? Außer für Lisa. Also wir haben für die Lara eine neue schwarze Hose gekauft, weil ich finde, schwarze Leggings kann man nie genug haben. Vor allem die Kinder tragen hauptsächlich nur Leggings. Und die hat so eine coole Pailletten. Dann hat die Lara noch so einen Sweater bekommen. In der Früh ist es schon sehr kalt, finde ich. Und deswegen haben wir das noch gekauft. Dann hat sich der Patrick eine schwarze Hose mitgenommen. Patrick trägt hier hauptsächlich nur schwarze Hosen. Dann habe ich für den Kleinen Bodys gekauft. Er ist fast aus allen seinen Bodys rausgewachsen. Oh, er hat letzte Größe, die er getragen hat, war 74 und die ist schon knapp und deswegen habe ich ihm jetzt schon 80 gekauft. 80 ist für 9 bis 12 Monate ungefähr. Und da habe ich das hier genommen. Ich hatte einmal mit weiß mit Autos und einmal hinten so ganz normal blau. Und dann habe ich noch eins mit Fröschen und das andere hinten ist grün. Und dann habe ich ihm auch so eine grüne Sweathose gekauft, eine lange. Er hat ja gar keine langen Hosen mehr. Außer die letzte, die ich beim Zara gekauft habe und die Jeanshose. Dann habe ich ihm dieses Set hier mitgenommen. Es besteht aus Sweater und Jogginghose. Was ist das, oder? Auch alles in Größe 80. Und dann nochmal diesen coolen Sweater. Ja, mit Dinos. Ganz süß, oder? Er liebt auch Dinos. Das ist das Erste, was mich die Lara gefragt hat. Der Kleine ist gerade auf die Welt gekommen. Sein erster Schlafanzug, den ich zu Hause angezogen habe, waren Dinos drauf. Und die Lara hat mich gefragt, Mama, liebt das Baby Dinos? Das ist süß, weil sie gesehen hat, dass Dinos drauf sind. Ja, weil sie ja Einhörner liebt und hat viele Sachen mit Einhörnern, hat sie gedacht, Baby liebt Dinos. Ja, dann... Was machst du unter? Habe ich für die Luisa diesen Rucksack mitgenommen. Die wollte einen Rucksack haben. Sie hat einen Kindergartenrucksack, aber der ist so klein. Der ist so klein. Und sie müssen ja immer Wasserflaschen mitnehmen und eine Brotdose. Und wenn wir die Brotdose reingetan haben, hat die Wasserflasche nicht reingepasst oder umgekehrt. Deswegen habe ich ein bisschen einen größeren mitgenommen, weil der ist ordentlich groß. Gib mir mal deine Wasserflasche, Luisa. Schaut mal, genau. Und diese Katze, die wir voriges Jahr hatten, da hast du nur die Flasche reingetan und das war's. Heute gibt's nichts zum Essen, nur Wasser. Die Michelle hat sich beim Deichmann noch diese Schuhe als Hausschuhe mitgenommen. Für die Schule. Für die Schule. Und dann hat sie sich beim Sarah noch eine Jeans mitgenommen. So eine weiße. Ich finde, die ist mehr so. Gelb-beige. Ja. Und die ist so. Die ist so Indie. Crop-Flair. Steht da. Ja, das war's eigentlich. Sonst haben wir ja nichts gekauft. Oder Michelle, haben die noch irgendwas gekauft? Was war das so? Ja, alles, das war's. Und ja, das hier machst du auch ein Anbad machen? Für das habe ich für H&M 160 Euro ausgegeben. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Dienstag, next day. Der Papa und ich sind ja die ganze Zeit am Aufräumen. Also alle Kinder sind schon Schule, Kindergarten. Und ihr könnt euch vorstellen, unser Haus
ähnelt einer Bruchbude. Nein, so schlimm nicht, aber es hat sich ein bisschen angesammelt, weil wir einfach abends gestresst sind. Gestern war ich ja noch Elternabend, bin um 8 Uhr gekommen, dann Kinder ins Bett, Zähne putzen, noch was essen natürlich vorher. Und wir müssen jetzt alle wieder früher ins Bett, das heißt ein bisschen mehr Hektik früher. Dann waren wir so platt, dass wir alles liegen gelassen haben. Aber räumt jetzt hier ein bisschen die Küche ab. Wir haben jetzt auch den Tisch schon abgeräumt. Und warum grüßt du so wie? Keine Ahnung. Sie will einen Keks. Ja, aber so. Und das Wohnzimmer schaut auch super aus. Also ich bin gerade auch ein bisschen hier im Kinderzimmer aufräumen. Also habe angefangen, so Sachen zu sortieren, da Spielsachen mal alle wegzumachen. Wir werden auch den Tisch hier von der Lara, glaube ich, erneuern, weil der hatte mal an Michelle gehört und der ist nicht mehr so schön und so. Ja, Wäsche muss man wieder waschen. Hier ist auch, wie ihr seht, Chaos. Hier ist gewaschene Wäsche. Da ist schon gefaltene Wäsche, zusammengelegt, muss noch weggeräumt werden. Und Bett habe ich auch noch gar nicht gemacht, Spielzeug und klein. Hier, Bett muss ich noch machen. Es ist ein bisschen chaotisch, ja, weil es in der Früh halt jetzt zack, zack, alle um 6 aufwachen und los geht's. Und da müssen wir uns auf jeden Fall, bis... Hey. Die Hunde speisen sich hier. Die spielen aber nur... Ich muss noch mal los, weil das habe ich erst gestern beim Elternabend erfahren. Ich muss für die Lara auch draußen Turngewand kaufen. Also etwas mit langärmeliges, etwas, wo ihnen nicht kalt ist, den Kindern. Weil durch Corona und so weiter werden die Kinder viel, 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 viel mehr draußen turnen. Und da ist ein kurzärmeliges T-Shirt nicht zu wenig. Deswegen noch mal kurz los und das besorgen. Das ist immer so, ich bin das schon gewöhnt, in der ersten Schulwoche, dass da immer noch so Sachen nachkaufen muss, die nicht, entweder nicht auf der Liste standen oder Lehrer ergänzen oder man selbst falsch gekauft hat und das muss man dann richtig kaufen und so weiter. Dann habe ich auch gestern gesehen, dass Laras Schere, die ich hier gekauft hatte, verbogen ist. So, mein Lieben, der Kleine schläft mittlerweile, ich habe ihn jetzt hingelegt. Der Papa ist jetzt nochmal kurz los, der hat nämlich einen Termin am Vormittag und ich kümmere mich schon mal ums Mittagessen. Ich habe, also der Papa hat Kartoffeln geschält und gewaschen und ich werde die jetzt noch klein schneiden und werde das jetzt hier kochen für Püree und dazu gibt es so Würstchen, gebraten. Ja, das werde ich auf jeden Fall jetzt machen, bevor der Kleine wach wird und dann muss ich ein bisschen was am Laptop arbeiten, den habe ich mir schon hier vorbereitet und mal schauen, wie toll ich das schaffe. Es ist aktuell kurz vor 10 und danach muss ich dann auch schon nicht fertig machen, weil ich Kinder holen muss. Bei uns geht es ja recht zackig, ne? Kinder haben ja nur, also die Volksschulkinder haben nur 4 Stunden und das geht um 11 ist dann rum und deswegen let's go. Püree gemacht, habe ich auch schon gestampft und ein bisschen minimal gearbeitet. Jetzt muss ich den Kleinen aufwecken und die Lara von der Schule holen. Da nehme ich euch aber nicht mit, einfach aus diversen Gründen, da ich ja nicht vor der Schule filmen möchte und auch nicht andere Kinder und sonst irgendwie. Auf jeden Fall, ja, ich melde mich dann, wenn ich wieder zu Hause bin, mit meinen 2 kleinen Mädels. Schaut euch mal bitte diese kleine fleißige Lara an, die ist gerade nach Hause gekommen, hat sofort die Schultasche aufgerissen und die Hausaufgaben rausgepackt. Bist du so eine Tüchtige? Du weißt eh, was du tun musst, oder? Ich muss dir nicht helfen, oder? So, während die Lara ihre Hausaufgaben macht. Lara ist fleißig. Oh, habt ihr gehört? Die Lara ist fleißig in der Schule. Wenn ich die Würstchen brate. Habt ihr Hunger? Püree mit Würstchen? Ja. Sehr gut. Luisa, hier außen ist noch ihre Erdbeeren, die sie zum Kindergarten bekommen hat. Der kleine Philipp wartet. Ja, gut, ich brate mal die Würstchen. Und schon sind wir unterwegs in Wien. Ich habe euch ja gesagt, dass wir noch mal kurz raus müssen. Auf jeden Fall
müssen wir jetzt was für die Lara kaufen. Das riecht nach Käse. Ja, aber ich habe keinen Hunger. Hast du Hunger? Ich habe auch nicht mehr. Und Zimmer in Vienna. Hallöchen, meine Lieben. Ich melde mich auch mal wieder nach, keine Ahnung, wie viel Zeit noch. Also ich lebe noch. Ich bin auch da. So, wir waren kurz bei Müller, wir haben was gekauft. Ja, man hat dich eh jemand gesehen, aber das nicht direkt. Also, labert habe ich nicht. Genau, stimmt. Wir haben noch ein paar Sachen noch für die Schule von Müller gekauft. Von Decathlon. Decathlon haben wir, ah, da, stimmt. Sportklamotten. Soll ich dir auch zeigen? Okay. Also, ein Hole im Auto. Also, unterwegs. Das haben wir für die Lara gekauft, so ein Trainingsanzug, damit sie draußen turnen kann. Corona und so weiter, ihr wisst Bescheid. Also von Adidas, 25 Euro, mega reduziert. Und die, für die Michelle habe ich einen von Puma gekauft, auch für draußen. Oh mein Gott, ich habe für die kältere Zeit, aber auch mega günstig, 20 Euro reduziert von 40. Okay. Cool, gell? Volle Schnäppchen. Finde ich schon. So, und dann haben wir hier noch gekauft von Müller. Eine Schere für die Lara aus Titan, das ist richtig gut schneidet. Ja. Eine Trinkflasche für Michelle aus Glas, sehr umweltbewusst. Eine Brotdose für die Lara. Ja. Eine Trinkflasche für die Lara. Shampoo für mich und... Papa, ich mag so gerne festes Shampoo. Ja. Der ist ein Fan davon. Ich mag kein Plastik. Ja, yeah, Plastik. Eine Duschgel oder... Ja, Duschseife. Duschseife. Ein bisschen Nachschub, ja, für gleich. Die Mama. Yeah, jetzt nehme ich gleich mit ins Auto. Fürs Baby habe ich auch was mit. Fürs Baby auch, damit er was zum Naschen hat. Für mich Zahnseide, ich bin Zahnseide-süchtig. Ja, das stimmt. Ich kann heute nicht leben. Ich hasse es, wenn die überall herumliegen im ganzen Haus. Riesige, ja, das Krise. Ist notwendig, also das ist lebensnotwendig. Ja, ja, dann, ja, haben wir noch Bio-Hirzenstangen. Wo ist der Bubu? Uhu Patafix. Patafix. Patrick, ein Ex-Black. Achse. Deo. So, die Kinder wollen irgendwas von mir. Ja. Deswegen. Das war schon 100 Euro. Das ist gar nichts. Mit Klamotten. Ah, ja, stimmt, okay. Was willst du damit? Die Kinder haben sich noch so Hitchlers gekauft. Ja, kann ich auch eins haben? Ja. Bubblegum. Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe gestern die Kamera im Auto vergessen. Und dann habe ich natürlich nicht mehr weiter gevloggt. Wir sind wieder im Auto, wie ihr seht. Wir haben heute in der Früh... Ja, da ist der kleine Mann. Ich sitze bei ihm hinten. Wir haben heute in der Früh alle Kinder, Schule, Kindergarten gebracht. Und danach sind wir mit dem Kleinen jetzt nochmal los. Weil wir hatten heute einen Kinderarzttermin. Er hat jetzt noch hat eine Impfung bekommen gegen Meningokokken. Das ist Gehirnhautentzündung und das war mir wichtig, dass er die bekommt. Und jetzt ist er quasi, er hatte heute die zweite davon bekommen. Und jetzt bin ich mit Papa nochmal unterwegs. Wir haben ja gestern den Kindern so Trainingsanzüge gekauft für Turnen. Und der von der Michelle ist leider ein bisschen zu klein, den muss ich umtauschen. Wobei ich eigentlich den für ihren richtigen Alter, also ich habe 11, habe ich 11 bis 12 oder 10? Irgendwie, auf jeden Fall für ihr richtiges Alter und ihre Körpergröße, aber der ist ein bisschen zu klein geschnitten. Deswegen müssen wir den umtauschen und für die Lara, und für die Lara wollen wir ein bisschen im Zimmer umstellen und vielleicht einen Schreibtisch reinstellen, weil den, den wir sie hat, der hat damals an Michelle schon gehört. Kaputt und ja, wir wollen jetzt eine Freude machen, dass sie so einen schönen neuen hat, der nur ihr gehört. Und die Luisa, die schläft aktuell wieder bei uns im Zimmer, die braucht es. Ja, mach du das? Gott, Michelle, gell? Das wollte ich euch sagen. Also die Luisa, man merkt so richtig, dass die Luisa eine kleine Veränderung durchmacht. Jetzt ist sie allein im Kindergarten. Es dreht sich auch viel um die Lara, jetzt der erste Schultag und so. Da hat man gemerkt, dass sie so ein bisschen, wieder ein bisschen mehr Mama und Papa braucht. Selbst für sich auch. Und deswegen ist die Luisa jetzt mal ganz spontan wieder zu uns zurück ins Bett gezogen. Das heißt, die Luisa schläft zurzeit wieder bei uns. Und deswegen werden wir jetzt Laras Zimmer ein bisschen umgestalten.
Wir haben ja gesagt, wir planen eventuell ein Hochbett für die Mäuse, deswegen wird es sich dann eher übrigen. Aber dieses Hochbett, das wir gerne haben wollen würden, das ist aktuell ausverkauft. Guten Morgen, meine Lieben, auch von mir. Wir sind jetzt beim Ikea. Ja, wir waren schon vorher beim Decathlon, haben das Ding schon zurückgebracht. Es gab leider keine andere mehr. Deswegen haben wir uns die Kohle wieder zurückgeholt. Wo gehen wir hin? Kinderzimmer. Okay. Ja, und jetzt sind wir nicht bei Ikea, weil wir brauchen für die Lara einen Schreibtisch. Tag, heute ist Donnerstag, oder? Donnerstag, ja. Und gestern haben wir nicht mehr weiter gebloggt, weiß gar nicht mehr. Wir sind dann nach Hause gekommen mit den Sachen. Schreibtisch haben wir auch gar nicht geschafft, den aufzubauen. Wir mussten dann auch die Michelle von der Schule abholen. Was war denn gestern? Voll Blackout. Ich habe auch keine Michelle abgeholt, ne? Dann waren wir zu Hause. Und was haben wir gemacht? Gearbeitet. Ah, gearbeitet, stimmt. Du hast das Video geschnitten. Bestellungen gemacht. Ich habe am Computer meine E-Mails noch fertig gemacht und jetzt ist schon nächster Tag. Aber war das so eben die Mausis von der Schule Kindergarten geholt? Und von der Schule. Ja. Nicht nur von dem Kindergarten, von der Schule. Mama. Ja. Sehr schön hast du das gemacht. Und die Lara macht gerade ihre Hausaufgaben und die Luisa macht auch ihre Hausaufgaben. Gell, Luisa? Die Luisa hat auch ein eigenes Federpenal. Sehr, genau. Sehr schön. Nein. Hey, was soll das? Zicke. Und der Papa kocht auch gerade, wie ihr sehen könnt. Es gibt heute mal Pommes mit verschierten Leibchen. Hallo, meine Lieben. Na, das habe ich schon wieder gesagt, oder? Wir sind jetzt fertig mit Hausaufgaben, Mittagessen. Wir sitzen im Garten schon seit einer Weile. Ich glaube, jetzt ist 17 Uhr oder so ungefähr. Ja, wir gehen gleich Würmer suchen. Ja, und wie gesagt, wir werden jetzt Würmer aussuchen. Die Mama ist auch da im Garten mit dem kleinen Mann. Und da ist die kleine Sophie. Sophika. Mutter Goldi. Mutter Goldi. Dr. Lucy. Und Dr. Bella. Oh, schwarze Nase. Ah, oh, ich zog einen Kuss. Und schau mal, ist das nicht meine Liebe? Nein, gib mir einen Kuss. Ja, die Tante Sophie ist ziemlich zickig, gell? Wäscheberg mit meinen Wäschekörben, mit meinem Kaffee. Ich flüstere, weil der kleine Philipp und die Luisa schlafen noch. Die Luisa behalte ich heute zu Hause, weil die ein bisschen verschnupft war. Und ja, wegen Corona sollte man das Kind ja jetzt nicht so rotznasig bringen. Deswegen schläft sie. Die Michelle und die Lara sind in der Schule, ja, bei der Schule. Ja, und der Patrick ist ja noch. Er ist in Salzburg und er kommt erst heute am Abend dann. Ja, und ich werde mich jetzt meiner Wäsche widmen. Ich habe schon angefangen, wie ihr sehen könnt. Und da werde ich jetzt weitermachen.
haben jetzt aktuell schon Samstag und gestern haben wir nicht mehr weiter gevloggt. Schaut mal, wer wieder da ist. Wir haben gestern den Patrick von der Schule sozusagen abgeholt. Er ist gestern mit dem Bus, mit dem sie quasi in den kleinen, also zum kleinen Ausflug gefahren sind, auch wieder nach Hause gekommen vor die Schule. Von dann haben wir ihn gestern geholt. Ja, ich weiß nicht mehr, was wir sonst gemacht haben. Voll einfach alles vergessen. Ja, gestern war für mich auch ein richtig busy Tag. Ich hatte auch nicht so die beste Laune. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich so ein bisschen Probleme mit meiner Schilddrüse. Sind Schmerzen. Muss auf jeden Fall anschauen lassen. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt ausräumen in schnell Windeseile. Und dann machen wir einen Ausflug, haben wir gesagt. Ja, weil der Patrick jetzt wieder da ist, gehen wir schön was essen. Dann ist die Familie wieder komplett. Und hiermit werde ich jetzt aber auch den Vlog beenden, mein Lieber. Ich glaube, ich habe so lange, wir haben jetzt so lange gevloggt, oder? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und was wir noch nicht gemacht haben, ist der Schreibtisch vom Lara. Aber noch nichts. Stimmt, haben wir noch gar nicht aufgebaut. Deswegen zeigen wir es euch im nächsten Vlog, wie das ganze Zimmer, ich plane da so einige Sachen und das werde ich euch im Laufe alles erzählen. Na gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.